Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Outer World. Wir haben die erste Quest von unseren beiden abgeschlossen. Die Borstwurstfabrik haben wir ja nicht sabotiert, aber wir haben sie anders stillgelegt. Eigentlich haben wir beides gemacht. Sie sabotiert, indem wir alle Arbeit umgebracht haben und gleichzeitig den Chef dazu. Ja Mensch, da wird sich Catherine ja freuen. Heute geht es Richtung Verbrechersyndikat und was wir da erleben werden, das erfahrt ihr heute. Viel Spaß! Es gibt eine Abkürzung zu ihm! Wow! Ach so. Da geht's wieder zur Wurst. Ja, ich hab's geschafft, Leute. Bin der Größte. Kann das hier nochmal aufmachen? Hallo, ich bin freundlich. Ihr habt mich da nicht rauslaufen sehen. Geil, und jetzt können wir zurück. Oder aber... erstmal... das Raumverbrechersyndikat. So, dann latschen wir mal darüber. Maus aus dem Bild, bitte. Danke. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo ich gerade hinlaufe. Ich habe irgendwie eine 20 Minuten Pause gemacht und weiß nichts mehr. Aber ich werde es ja sehen. Ach ja, zum Labor. Dann ist der Weg ja gar nicht frei. Dann muss ich aufpassen. Ich höre auf jeden Fall Rumgeschreie. Hallo? Gut, den sehe ich nicht. Aber dich sehe ich. Oh. Du lebst noch! Bitte was? Hallo? Oh, hinter mir war... hinter mir war anscheinend eine Manti. Ja. Shit happens. So, dann gehen wir halt den normalen Weg. Aber wieso der nicht gestorben ist, das das ergibt keinen Sinn, dass ich jetzt ein Level abkriege. Boah, hatte ich doch auch keins. Und der hat's nicht mal bemerkt. Der Speer hat's nicht bemerkt. Na gut. Ich beschwere mich nicht. Alles gut. Modifizierter Powerhelm. Alles klar. So, weiter geht's Richtung... ich würde halt gerne auch da auch Essensentzug, ey. Technik gehen. Ach ja... auf was muss ich das machen? 40, bis ich das machen kann? Ja. Naja, in der Bin noch. Da ist der Fehler. Deswegen sind sie nicht gestorben. Weil ich Essensentzug hatte. Und ich bin müde. Das bisschen nennst du müde. Unglaublich, dieses Spiel, ne? Ich sehe schon. Diesmal höre ich auf alles. Vor allem ist das deine Königin, ne? So. Und so. So. Und so. Okay, jetzt schnell wechseln. Das wollte ich aufstehen. So. Easy. Ich bin reingesprungen, geil. Wo willst du hin, ne? So. Rache. So, ganz kurz mal auf meinen Charakter gehen. Ich habe immer noch so viel Minus. Müdigkeit, das ist doch nicht dein Ernst, ey.
Naja, gut. Aufzugsbedienungsspezialist? Alles klar. So, mit 40. Zerlege Waffen und Rüstung. Dann kriegen wir Mods. Ja, gratis Mods, die man verkaufen kann. Das nächste Level Up wird uns mal wieder einen richtigen Schub geben. Da freue ich mich drauf. So, Ladies and Gentlemen. Oh, ich komme da nicht rauf. So, Ladies and Gentlemen. Die Rache. So gefällt mir das. So gefällt mir das. Der lebt noch. Ich hab Zeit. Hey. In der Luft zerfetzt. Na, ganz kurz warten. Komm jetzt. Zack. Dann kommst du. Dann kommst du. Und ich sehe da hinten noch einen. Oh, da lebt noch ein bisschen was. Easy going. So sammelt man XP ohne Ende. Wir müssen echt alles mitnehmen jetzt. Jeden Gegner, den wir sehen, müssen wir ausschalten. Vor allem die Königin. Die geben richtig schön XP. Der hatte nichts dabei. Schade. So, hier hatten wir zwei Typen und einen Roboter, ne? Den Roboter sehe ich auf jeden Fall. Der ist leicht zu sehen. Das ist auch der Roboter. Ne, zumindest einen Typen habe ich gefunden. Oh, wir sind schon da. Kaskadia? Ach. Oh, ich habe XP gesehen. Seht ihr das? Da ist gratis XP. Mal gucken, dass hier niemand hinter uns ist. Na gut, das war klar. Der Roboter war wichtig. Was machst du da? Du wirst angegriffen, Junge. Okay. Wie sie einfach nicht sterben. Das war 100. Alter, guckt euch diesen Cheater an. Habt ihr das gesehen, wie ich ihn nicht getroffen habe, obwohl ich ihn getroffen habe? Ach, guck mal, hier geht's rein. Schwäche gegen kinetischen Schaden. Du wurdest in der Vergangenheit zu oft von kinetischen Schaden verwundet, was deine Widerstandsfähigkeit gegen kinetischen Schaden nachhaltig verringert hat. Kinetische Schaden erhalten. Das lehne ich mal ab. Ich möchte nicht erschossen werden. Das ist wirklich etwas, das sollte ich auf jeden Fall nicht mitmachen. Das könnte sonst übel werden für mich, wenn ich angegriffen werde von den Viechern. Aber ich habe hier noch Gratis-Stuff gesehen. Guckt euch das an. So viel Gratis. Und dann kommst du noch und den Bot. Ach, 100. 100 überlebt. Oh mein Gott. Oh, ich liebe es. Ich bin so stark geworden. Da war noch mehr Gratis-Erfahrung. Aber das ist mir zu weit weg, glaube ich. Aber bin ich schon mal in Cascadia? Ernsthaft? Nun gut. Dann gehen wir mal rein. Wir waren doch in Cascadia, oder? Ja, wir waren in Cascadia, alles klar. Das heißt, wir müssen uns da nicht großartig umsehen.
Sondern können uns komplett einfach darum kümmern, die Quest abzuschließen. Ah, oh, B ist nicht ducken. Ich darauf komme wieder. Keine Ahnung. Hier tut ja alles weh. Gut, der Bot ist noch kaputt. So, Transaktion starten. Ja. Was? Transaktion starten. Hast du den Kunden mit den folgenden Worten begrüßt? Willkommen bei Rizos, bla bla. Kann ich? Ja, habe ich. Hast du dem Kunden ein Slap angeboten? Der Umsatz von bla bla ist zurückgegangen. Ja, habe ich. Ah, jetzt kommen wir doch dazu. Blutiger Zettel. Perfekt. Rizos Spektrum. Wie ungewöhnlich. Ah, wäre auch zu klar gewesen, ey. Versperrt. Okay, das wird also der Ausgang sein. Hallo, Roboterfreund. Freunde. Proximity Alert. Biology Human. Protocol Kill All Plants. Suspended. Present your Rizzo Identification Credentials or prepare to be downsized. Sicherheitsprotokolle deaktivieren. Ich bin keine Bedrohung. Ich habe meinen Ausweis in der Wäsche vergessen. Attempting to disengage security protocols without proper authorization is a fireable offense. Priming weapons. Lügen. Warte. Vorbereitende Waffen deaktivieren. Deaktivieren! Weapons primed. Engaging. Okay. Ich frage mich, ob es eine Alternative gibt. Ich liebe Alternativen, Leute. Das ist, an sich habe ich kein Problem damit, jetzt reinzurennen und die wegzukloppen. Aber ich liebe Alternativen in Spielen. Keine Ahnung, warum. Erstmal ein Gummibärchen. So. Wie machen wir das jetzt? Wir laufen erstmal dran vorbei. Okay, oder auch nicht. Ich glaube, wir haben keine Alternative. Können halt nur lügen. Ja, scheiße. Okay. Proximity attempting to priming weapon. Gut. Aber da weiß halt nicht, dass ich da bin. Seltsamerweise. Mit der Shotty wird das, glaube ich, nichts. Sehr schön, das war einfach. Was haben wir denn hier? Nichts Spezielles, das man kaufen kann, was wertvoll wäre, ja. Schade. Ich könnte natürlich auch Milch kaufen, das sind auch Getränke. Aber ich bin da, glaube ich, jetzt recht gut bedient mit Getränken momentan noch, ne? Ein bisschen Koffein wäre nicht schlecht. Na komm, essen müssen wir sowieso. Nehmen wir das mal mit. Na gut. Körperattribute. Ja, aber ich bräuchte ehrlich gesagt ein bisschen Kaffee oder so. Naja.
Das war's? Ist ja der Wahnsinn. Ada anweisen, auf Cascadia-Landeplatz zu landen. Nachrichten. Geschwärzt. Betreff Reh. Wir sehen uns auf der Station. Du wirst mich nicht sehen, aber ich werde in der Nähe sein. Bitte setze deine Forschung fort. Erstatte mir Bericht, sobald deine Mission ihr Endstadium erreicht hat. Wie ich höre, ziehen wir ein zweites Labor um. Wirst du unsere Forschung diesmal beaufsichtigen oder agierst du wieder aus den Schatten heraus? Anfal L, der Weg zum Ziel. Danke für deinen Optimismus, Lore. Unsere Arbeit ist selbst unter den besten Umständen keinesfalls einfach, geschweige denn in Anbetracht der Sparmaßnahmen des Vorstands. Ich kann dir versprechen, dass unsere Arbeit ein besseres Halcyon entstehen lässt, selbst wenn wir auf dem Weg dorthin furchtbare Opfer auf uns nehmen müssen. Wir wissen nicht von wem, aber egal. Freigabe der Forschungsdaten. Du hast deine Befehle. Dein Projekt ist zu wichtig, zu heikel, als dass irgendwas davon an die Öffentlichkeit drängen darf. Und die Antwort? Bei allem Respekt bitte ich abermals darum, unsere Forschungsergebnisse zur lokalen Fauna von Terra 1 freizugeben. Ich garantiere dafür, dass wir alle Referenzen zu unserem Projekt und seinen Zielen in der veröffentlichten Papieren schwärzen werden. Okay. Das ist das Zeug? Nee. Das ist nur ein Rohr. So, öffnen wir schon mal den Ausgang. Und hier sind die Tanks. Sieht nicht gut aus. Ich sehe Gegner. Ach so. Billokram, billige Mantis. Nice, nice. Flammenwerfer. Oh, nehme ich auch mit. Munition und Ende und Goodies. Sehr schön. Schläfst du? Nein. Ich hab die Minen doch gesehen. Ich bin dennoch reingelaufen. Warum ist das da rot? Wieso ist hier alles voller Fallen? Versteckt sich hier vielleicht jemand? 100! Heilige! Thanks, baby. 1200 EP kriege ich dadurch. Überraschung! Ist so leicht, die zu töten. Kampfdrohne. Was könnt ihr wehtun? Aber wenn das der Weg zu den Mantis ist. Wohin führt mich das? Und wohin führt dieser Weg? Hör auch zu den Mantis, oder nicht? Ja. Hier. Kommt doch her! Ach ja. Tiere sind schon was Schönes. Kann sie so leicht verarschen. Aber hier war doch noch eine. Hier sind auf jeden Fall noch ganz viele. Ach, guck mal. Okay. Man kann mit dieser Waffe nicht wirklich weit schießen. Aha. Also macht das nicht mal Schaden. Boah. Vielleicht sollte ich wirklich erstmal vorher nachladen, bevor ich wechsle.
Das ist doch Alkohol. Na gut, Auftanksystem ausrichten. Transfer des Alta Vita Gases einleiten. Ach, das sind die Leftovers, die Reste. Das, was entsteht durch wie heißt das nochmal? Durch den Prozess des Alkoholherstellens. Versperrt. Ich wette, dies ist die Tür, die wir da gesehen haben. Nee. Oder auch nicht? Ist das verwirrend? Au, au. Ja. So, dieses Mal werde ich es schaffen, Leute. Hört das irgendwann auf? Ja. Ist egal. Das ist nicht egal. Das ist egal. Nein. Ist das dein fucking Ernst? Lass mich in Ruhe. Oh. Ist das ekelhaft. So, was ist jetzt hier? Das ist die verschlossene Tür. Okay. Das muss hier der geilste Scheiß der Welt drin sein. Alter, ist das geil. Was ist hier? So. Luftfilter wechseln. Ach, das ist... Oh, ich sehe schon. Purpleberry. 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 Okay, ich sehe schon. Ich weiß nicht, was das jetzt gebracht hat. Aber wenn ich da natürlich einen von meinen Leuten hinschicke, dann könnte er da was reißen. Mein Schiff ist ja oben gelandet. Vielleicht kann ich Max oder so einfach holen. Nö. Nee. Leute, komm mal her. Kein Problem. Kein Stress. So, jetzt kommt ihr kleinen Wichser. Ihr seid so nervig. Hey! Wo willst du denn hin? Hä? Ist das verdient? Oh, da ist noch was. Aber ganz weit weg. Da irgendwo ums Eck. Als wenn die hierher kommen würden. Aber hier wird wahrscheinlich noch eine Königin rumhängen, oder? Was bist du? Komm in die Ecke. Ah, traut sich nicht. Hä? Dr. Thomas Linewood Ryle in Dankbarkeit. Ist der tot? Giffreys Empfehlung schreiben. Du warst ein ausgezeichneter Chimeriker und eine Bereicherung für unser Team. Wenn wir nach Byzantium zurückkommen, werde ich die Schutzmarke für unsere Arbeit auf deinen Namen eintragen lassen. Die Firmen werden sie besitzen, aber... Auf jeder Rechtssache dazu wird dein Name stehen. Die Leute sehen das und denken vielleicht an dich. Ich hoffe, das drückt die Tiefe meiner Achtung für dich aus. Ich werde dir ewig dankbar für deine Versuche, meine Verbindung zum restlichen Team zu verbessern. Was? Ich werde dir ewig dankbar sein für deine Versuche, meine Verbindung zum restlichen Team zu verbessern. Trotzdem werde ich nie wieder Wodka trinken.
Tom, als dein Manager sollte ich deine Erfolge und deinen Lebenslauf bewerten, wichtige Meilensteine deiner Fähigkeit für den Konzert zu arbeiten und Opfer zu bringen. Selbst wenn wir sterben, ist das Thema Nummer 1, wie viel hast du uns gebracht? Wir alle wissen, wogegen wir stehen und wie lange wir haben. Du wusstest das besser als wir alle. Ich erinnere mich, wie du über Leben gesprochen hast, die wir im Vorübergehen vergaßen. Die Dockarbeiterin mit dem roten Taschentuch, über das du dich gewundert hast. Der Kellner, der bis unsere Order drankam, in einem Buch gelesen hat. Du fragst es dich, welches? Die Straßenkehrerin, die einen Spreadkadaver begraben hat. Ich habe kaum halb so viele Leute um mich herum bemerkt, bis du mir gezeigt hast, was ihre Leben einzigartig machte. Ich muss lang genug leben, um deinen Namen in Byzantium herumschreien zu können. Um allen zu sagen, was du für sie getan hast. Denn ich könnte 40 Tage und Nächte durchschreiben und hätte nicht mal ein Zehntel von dem erzählt, was ich in dir sah. Hey, was hat er denn gemacht? Außer da irgendwo im Wasser zu schweben. Ich hoffe, du wärst glücklich über die Daten, die ich geborgen habe. Heutzutage denke ich vor allem daran, dass du noch immer bei uns sein solltest und dass wir mehr Vorstandsunterstützung verdient gehabt hätten und dass niemand so ein irres, blödes und waghalsiges Risiko hätte eingehen müssen sollen. Keine Ahnung, ob deine Leute dich je wiedersehen, aber ich habe dich hergerichtet. Kleine Nähte. Eva hat dich in deinen besten Anzug gesteckt. Das hat sie selbst getan, ganz alleine, sagte sie. Ganz alleine. Sagte, sie wäre dir was schuldig gewesen. Man sieht sich in der Gleichung, Tom. Wir vermissen dich. Sein bester Anzug? Alles klar. Du hättest nicht so weit gehen müssen, um aus der verlorenen Wette auf die Darlings rauszukommen. Ich meine, du hast mir 6 Jahre gegeben, um dir die von der letzten Meisterschaft zurückzuzahlen. Ich sagte dir, dass du recht hattest. Ich habe dich unterstützt. Wir hätten Strohhalme ziehen können oder sowas. Aber du bist weg und hast es getan und mir nicht mal Bescheid gesagt. Das hätte nicht passieren sollen, Mann. Scheiße, du hast Besseres verdient. Charlie, er ist wegen der Wette gestorben. Was für ein Vollidiot. Tja, es gibt Dinge, die muss man einfach nicht verstehen. Ich meine, nur weil mir zum Beispiel ein Euro-Stück in eine Klippe runterfällt, springe ich ja auch nicht hinterher, weil ich mir denke, oh mein Gott, mein Euro. Also, das ist genauso wie mit einer Wette. Wer ist denn so doof? Es gibt Leute, die so doof sind. Ich weiß. Das müssen wir nicht weiter kommentieren. Leute, das war's für heute. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Haut rein. Ciao.